Hallo, Hallöle und willkommen zurück zu Shibby Zock Graveyard Keeper. Folge 8 nur, ich glaube. Hab jetzt ganz schnell geguckt. Ich nehme hier wieder ganz viele Folgen am Stück auf. Und ich bin so ein bisschen stuck. Ich weiß gerade nicht wirklich, wie und wo es weitergeht. Keine Ahnung woher. Motten, keine Ahnung woher. Wo ist das? Kann am Arbeitstisch zerlegt werden. Ja, Papier brauche ich ja, aber Tinte, keine Ahnung woher. Steckt gerade so ein bisschen fest. Und entsprechend muss ich jetzt ein bisschen dumm rumklicken. Ich wollte ja hier für mein Häuschen noch ein bisschen ausbauen. Kisten. Aber irgendwie gibt es hier keine Kiste. Ich weiß nicht, ob ich hier. Schrank oder was da bauen muss. Haushaltsutensilienregal. Ich würde sagen, das bauen wir einfach mal. Holzbalken ist das Problem. Geht nicht. Hier, da können wir was bauen. Kochtisch haben wir aber schon. Schrank. Ja, wir bauen mal einen Schrank. Nicht, dass ich da keine Kiste mehr bauen kann, sondern einen Schrank. Ja, guck mal, dann markiert er mir das hier sogar, wa? Der markiert da gerade irgendwas. Ach, das sind die Bauplätze, die ich dann noch zur Verfügung habe. Ein Schrank. Wir brauchen Balken, Nägel, einfache Eisenstücke. Balken, Nägel, einfache Eisenstücke. Man muss ja auch mal gemacht werden. Balken, Nägel, einfache Eisenstücke. Komplexe Eisen, ja, Metallschrott. Ich hab keine einfache Eisenstücke mehr, ne? Okay, dann müssen wir erstmal bauen. Einfache Eisenstücke war am Boss, ne? Genau. Oh, mal davon. Zwei Stück davon. Ich weiß gerade nicht so wirklich, wo es weitergeht. Und mit den Motten kann man nur bei Nacht fangen. Ja, die Info habe ich, aber ja, wie und wo. Schrank will ich bauen, genau. Linksklick bestätigen, Escape zurück. Hä? Hä? Warum ist er gerade darüber okay. Schrank. Jetzt hat er Schrank gebaut. Oh, warte. Ach, das war der. Huh? Die Materialien sind weg. Hä? Was ist gerade passiert? Materialien für den Schrank sind weg. Ich hatte ja schon einen Schrank da stehen. Ist das einfach nur Deko oder was? Weil ich kann mit dem Schrank nichts machen. Ich kann nicht schlafen und hier ist eine Kiste. Okay, warte. Da habe ich ja gar nicht so viel Platzprobleme, wenn wieder noch eine Truhe ist. Das war's jetzt, aber komm, wenn ich auf Bauen gehe, macht er mir hier zumindest so ein Baugebiet auf. Ja, okay, jetzt haben wir hier anscheinend verhunzt. Komplexe, verbessert Kochtisch. Da mal, gucken wir mal, da machen wir. Holz, Planke, Nägel, komplexe Eisenstücke. Planke, Nägel. Oh, hier war ich doch etwas noch am Bearbeiten, ne? Oh, hier sind wir noch was am Arbeiten, okay. Zack, Planken, genau. Und komplexe Eisenstücke. Da brauche ich wieder, genau, kann man sogar was bauen. Da kommen immer zwei Stück raus, machen wir mal. Nee, noch vier Stück, genau. Dengeli, Dengeli, Dengel. Dann gehen wir uns vielleicht oben das letzte Eisenerz noch holen, was ich da hab stehen lassen, ne? Ob wir da noch was weiterkommen. Einfach mal ein bisschen Base-Building, wenn man so will. Komplett verbesserte Küche. Jetzt brauche ich wieder Nägel und noch mehr Planken, okay? Nägel und noch mehr Planken. Nägel. Und noch mehr Planken. Eine war es doch, ne? Eine Planke fehlte noch. Na, die fertige Holzplanke. Und dann ist die Energie gleich schon wieder alle. Das ist ja immer zum Speien hier, ja. Wie schnell die Energie sich zack, zack, zack dezimiert. So, pass auf, verbesserter Kochtisch. Achso, jetzt einfach nur Linksklick bestätigen. War der schon verbessert? Nee. Verbesserter Kochtisch, keine Ahnung, was jetzt besser ist. Bärensaft, der bringt was? Steht hier wieder nicht dran, genau. Und die Beeren brauche ich für Energie. Äpfel habe ich auch keine. Fleisch habe ich auch nicht. Mehl, Teig. Ah, hier! Ist hier noch was dazugekommen? Nö.
nach der Ernte gucken. Ist da schon wieder was fertig? Nö, 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 okay. Oh, hier sind wieder neue Beeren. Das ist ja immer gut. Die Beeren kann ich essen, kriege mehr Energie raus, als ich brauche, um die zu pflücken. Und ich kriege immer noch die Handwerkspunkte dafür. Ansonsten bin ich gerade so ein bisschen aufgeschmissen. Hier weiß ich nicht, wo ich Öl herkriege. Öl, ja, habe ich nicht. In der Kirche komme ich auch nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich noch was forschen muss. Oder freischalten muss. Weil hier für Anatomie und Alchemie brauche ich jetzt die roten Punkte für. Die blauen. Habe ich 5 Stück. Ich weiß nicht, wie ich neue kriege. Theologie. Weiß ich nicht, ob ich die Kerzen freischalten soll. Kerzenständer, Kerzenständer, Räuchergefäß. Hier kann ich neue Grabsteine freischalten. Kann ich aber nicht. Bücher schreiben. Schreibt. Herstellt Tinte. Oh, okay. Da komme ich ja doch vielleicht was weiter. Schriftrollenregal. Ich habe ja 5 von dem Blau. Vielleicht ist das der Punkt, wo ich rein investieren muss. Ich brauche Tinte für den Typ in der Taverne. Komm, das lernen wir. Herstellen Tinte. Jawohl. Bücher und Schreiben. Wo kann ich das aber jetzt bauen? Ich vermute mal in der Kirche unten, oder? In meinem Studierzimmer oder was immer das auch ist. Kann ich jetzt hier Bücherregal, Schriftrollenregal, okay. Ah, ja, 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 cool. Balken, Eisen, komplett einfache und Nägel. Balken, Eisen, Nägel. Muss ich wieder zurücklaufen. Okay, oh ja, jetzt sind wir einen Schritt weiter. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Hoffe ich jedenfalls. Da sitzt ja der eine Typ in der Taverne, der will 10 Papier. Papier habe ich ja. Und Tinte will er haben. Das ist die Frage, wie stelle ich gleich die Tinte her? Ne? Was habe ich jetzt gesagt? Balken. Eisen und Nägel. Balken, nein, Balken war da oben, ne? Balken, genau. Mach mal Balken. Einfache Eisenstücke. Viele, nicht gemerkt. Na super, komm, ich hab gerade eben Bären gepflückt. Aha, ja, wie viele Eisenteile waren's? Und Nägel. Ach ja, ich und mein Gehirn, ich will merken, was man hier machen muss. Ja toll, ich wusste es. Auch Bären. Komm, alle. Nein, nicht zurückpacken. Inventar nutzen. Ja. Ich komme da jetzt weiter. Keine Ahnung, was der Schreiberling mir dann zwar verraten kann. Oh, das ist ein roter Punkt. Ach, und Eisenbarren. Hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Genau. Bärenstrauch. Oh ja, doch hier. Torf habe ich. Oh, warte. Komm mal aus. Setzlinge, okay. Ein paar Bäumchen in den Garten pflanzen, damit ich da Beeren und Apfel nicht immer durch die Walachei laufen muss, um Beeren zu suchen. Weil Beeren scheint die einfachste Möglichkeit zu sein, an Energie zu kommen. Außer halt was backen oder kochen oder so. So, pass auf. Nein, jetzt fehlt noch ein Balken und ein Nagel. Okay, ein Balken, ein Nagel, ein Balken, ein Nagel, ein Balken, ein Nagel, ein Balken, ein Nagel, ein Balken, ein Nagel. Schreibt man den Chat. Ach nee, geht ja nicht. Haha. Balken, ein Nagel. Balken, ein Nagel. Komm, lauf. Ein Balken, ein Nagel. Ein Balken. Ah, mach halt direkt 6. Und Energie schon wieder alle, okay. Ein Nagel. Sind auch immer 8 Stück, ne? Genau, egal. Ah, ja. Benutzen, benutzen. Zack. Schriftrollenregal. Mal gucken, was das kann.
Ja. Es wird einem im Spiel halt keinen Hinweis darauf gegeben, wie man, wo man Sachen findet und bekommt. Ne? Bei anderen Spielen hoverst du drüber und steht dann da erhältlich bei oder weiß ich was. Die musst du alles selber rausfinden. Sehr geil. Das finde ich so geil da dran. Schriftrollen noch egal. So. Ist das groß. Zumindest breit. Hier aber. Oder hier. Ich weiß halt nicht, wie viel Platz noch kommende Dinge haben werden. Drehen. Wieder hier oder hier? Komm, ich stand's hier. So, schau mal, was wir hier jetzt machen können. Fertig bauen müssen wir zuerst. Okay. So. Zack. Bau um dein Leben. Öffnen. Ach, das ist ein Lagerplatz. Okay. Okay. Herstellen. Ah! Ein Kirchenarbeitstisch. Hätten wir komplett sparen können, okay? Okay, jetzt haben wir zumindest einen Lagerplatz. Arbeitstisch. Jo. Gegenstand zum Untersuchen. Nee. Was? Beim Zerlegen des Gegenstands erhältst du. Das Papier muss ich mal aufheben. Guck mal, jetzt kriege ich diese Forschungspunkte-Dingsies hier. Was studieren? Brauche ich den Glauben für? Den Glauben brauche ich doch. Predigen. Warum kann ich das Zeug hier untersuchen? Was bringt mir das? Ich kann mein Werkzeug untersuchen oder was? Okay. Aber wo kann ich jetzt Tinte herstellen? Tinte. Ach du Scheiße. Schwarze Farbe. Fertig an Alchemie-Werkbank für Zombie. Ja, wo kriegst du das denn jetzt her? Kegelförmige Gefäße, Arbeitszimmer nicht beendet. Fertig an Ofen 2, Ofen 3. Ich dachte, wir kommen hier was weiter. Leeres Papier, ja, warte. Wasser kriege, weiß ich, wo ich herkriege. Ofen 2, weiß ich gar nicht, ob ich schon bauen kann. Glaube nicht. Ich muss erst hier wieder Schmiedekunst. War das Schmiedekunst? Bauen und Handwerk, ne? Ofen 2. Eisen. Wo ist denn der erste Ofen gewesen? Nee. Wirtschaft Natur? Kochkunst muss hier gewesen sein, ne? Schmiedekunst? Doch, Schmiedekunst. Blaupause Ofen 2. Ich brauche aber 10 von diesen blauen Dingern wieder für. Och, Mensch. Ja? Ich stehe immer wieder dumm da, ne? Hier, Glasmesserei muss ich auch erst machen. Ich muss erst Ofen 2 haben und dann das hier noch. Und dann brauche ich die blauen Dinger für. Wie komme ich an die blauen Dinger? Theologie. Hätte ich jetzt vermutet. Trost des Glaubens. Blaupause Kirchenbank. Aber ich brauche mir gar keine Gedanken mehr drüber machen. Habe ich nicht mehr. Jetzt weiß ich zumindest, dass ich Tinte herstellen kann, aber. Boah. Aber ich habe jetzt so Forschungspunkte-Dings. Keine Ahnung, was ich jetzt hier untersuchen kann, was das bringt. Probieren wir einfach mal aus. Pass auf, wir probieren es einfach mal aus. Wir untersuchen jetzt mal leeres Papier. Nee, leeres Papier kann ich nicht. Das kann ich zerlegen. Das kann ich untersuchen. Da brauche ich 2 Glaube für. Essen bauen. Ich suche jetzt mal was Billiges raus. Hier ein Glaube und ein Technologie. Oder Wissenschaft. Untersuchen. Arbeiten.
Erfolgreich studiert Eisenbahn. Dieser Gegenstand kann zerfallen in nichts. Oh, krieg ich aber ordentlich Punkte für, okay. Habe ich jetzt irgendeinen neuen Tooltip da dran stehen? Ach, zerfällt in nichts, okay. Das habe ich jetzt als Bono, als Arbeitszimmer beendet, zerfällt in nichts, okay. Jetzt kann ich, okay. Mann, Arbeitszimmer nicht beendet. Gut. Boah, zwei Glauben. Warte. Bevor ich jetzt. Warte. Wo war das? Muss ich nicht der Ding hier, der Frau Anmut? Fünf Stück davon bringen? Oh ja, glaube ja, ne? Der hat gesagt, ich soll wiederkommen und dann solche fünf von diesen gelben Dingern geben. Die ist da in zwei Tagen. Gleich müssen wir wieder predigen. Vielleicht kriegen wir vom Predigen wieder die blauen Dinger. Ich weiß nicht. Ich verballer jetzt noch meine Energie. Dann gehen wir schlafen. Dann haben wir Sonntag. Dann muss ich predigen. Mal wieder hier Predigt halten. Jetzt schauen wir mal. Ich muss auch mal einen Friedhof hochpimpen. Ich muss die Kirche hochpimpen. Ach du Himmel. Wir wollen die Energie loswerden. Und dann schlafen und dann predigen. Ich habe jetzt einfach den Baum hier weggehackt, weil der stand halt gerade da. Ich wollte oben noch gucken gehen. Da stand noch Eisenerz, oder? Hatte ich Eisenerz alles weggemacht? Hatte ich das Eisenerz alles weggemacht? Das ist Stein. Oh, was ist denn da hinten am Baum? Oh, Technologie, ja super. Also hier weiß ja echt nicht, hier mit den Glühwürmchen, hier kann ich gar nichts machen. Stein hier steht auch dumm rum. Oh, was ist das? Oh. Nicht genug Energie. What? Nö. Okay, ist die Energie schon weg. Ja, Sand. Kann ich auch irgendwas mitmachen, ne? Mittlerweile der Sand abbaut. Oh, da oben sind Gegner. Okay. Mich auch gerade ordentlich erwischt. Wir haben hier kein Brennholz mehr drin. Brennholz. Habe ich da welches gemacht? 40 Stück. Zack, zack, zack. Alles da rein. Und Eisenerze. Glas? Nein. Eisen. Wie viel können wir machen, bis da oben der Brennstoff aufgebraucht ist? Okay, 15 Stück ab dafür. Passive Skillpunkte. Jetzt ist bestimmt der Acker fertig, wa? Jo, ich habe keine Energie mehr. So, gehen wir schlafen. Dann haben wir den nächsten Tag. Dann gehen wir predigen. Gucken, ob wir da jetzt die blauen Punkte rauskriegen. Glaubenspunkte, wie sie heißen. Also, ich spiele jetzt schon einige Stunden dieses Spiel und habe noch nicht die kompletten Spielmechaniken alle durchgestiegen. Ja. Ich fühle mich so erfrischt, genau. Perfekt. Wie viel Platz habe ich in der Tasche? Fast voll, okay. Können wir irgendwas reinpacken? Die Beeren können wir mal wegpacken. Draußen können wir Eisenteile reinpacken in die Kiste. Hier, das. 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 Holz. Gehen wir erstmal. Ist wieder hier Sonntag. Ich dachte auch Sonntag jetzt zu. Weil sieht aus wie eine Sonne. Und sonntags wird ja auch in der Kirche immer gebetet, glaube ich. Ich bin ja nicht so strenggläubiger Christ. Hi. Ja. Nö. Wir haben weder Fisch, noch haben wir unseren Friedhof verbessert, noch haben wir unsere Kirche verbessert. Du hast hier ein Gebet, aber das habe ich ja auch selber. Das flüchtige Gebet habe ich selber. Du verkaufst mir weiterhin nur Kerzen, okay? Wiedersehen. Ich muss beten gehen.
Oder eine Predigt halten. Beten. Genau, da haben wir jetzt das hier. Wichtiges Gebet. 10 Kreuze für eine erfolgreiche Zeremonie benötigt. Ein paar Worte ohne wahre Inspiration. Funktioniert trotzdem. Krieg ich 2 Glaube für. Fertigt am Tisch oder Tisch 2. So. Kirchenqualität 5 plus Predigt. Erfolgschance 50%. Jetzt kommt mal wieder und sagt, wie toll ich meine Predigt halte. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll. Und jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Guck mal, da krieg ich. Nein, hab ich wieder so ein gelbes Ding gekriegt. Jawohl. Liebe. Liebe. Eure Spenden sind immer willkommen. Liebe. Tolle Predigt, tolle Predigt, tolle Predigt. Aber das, die sagen alle bäh. Okay, gibt's ein paar Kupfer umsonst. Jetzt habe ich nur hier ein so ein Ding bekommen, okay? Ein Glaube. Sucher 5, erhaltener Glaube 1. Spenden gesammelt 24, Ergebnis fehlgeschlagen. Ach so, die zwei Glaube kriege ich nur zu 50%. Okay, dann haben wir mal wieder 6. Aha. So, jetzt müssen wir einen Tag warten, richtig? Die Frau Anmut ist am roten Tag mit Spitze nach unten. Und das ist morgen. Jo, können wir heute noch irgendwie hier schnell die Zeit rumbringen. Gehen wir mal ernten. Wieder ein paar Möhren und 2 Samen, okay. Hier haben wir 6 Weizen, Ernteabfälle. Ja, wie kann ich denn düngen? Wie kann ich nur anpflanzen? Der Torf ist nicht der Dünger, oder? Ist der Torf der Dünger? Wenn ich hier was... Ja, guck, kann ich Ernteabfälle reinmachen? Ich habe doch vorhin beim Ernten Torf bekommen. Wo habe ich denn den hingepackt? Hier. Vielleicht kann ich damit düngen und kriege eine bessere Ernte. I don't know. Ja, Torf. Okay. Wäre der Samen oder Dünger? Warum ist denn da jetzt so ein Sternchen dran? Weil da gedüngt ist, aber ich wollte eigentlich gerade eben hier. Okay, jetzt ist da auch ein Sternchen dran. Und Sanduhr. Okay. Pflanzen. Oh, hier haben wir gerade sagen, oder 4 davon. Shit, jetzt habe ich natürlich gar keinen Samen mehr. Okay, machen wir hier Weizensamen rein. Das geht jetzt schneller und wird besser oder so? Was heißt die Sanduhr? Was heißt der Stern? Kann ich hier nochmal düngen? Ich will es gar nicht ausprobieren. Ist vielleicht Verschwendung. Kann ich hier eine Kiste bauen? Leeres Beetkomposthaufen. Nein, für den Garten kann ich keine Kiste bauen. Schade. Wäre ja auch schön, wenn ich hier noch Sachen aufbewahren könnte. Ne? So, Samen aber auch keine mehr. Okay. So, das heißt, pass auf. Die Samen da rein. Die Samen da rein. Den Torf da rein. Ernteabfall können wir auch da rein tun. Was haben wir hier? Die Karotten muss ich aufheben, ne? Für den Esel. Karotten heben wir mal auf. Jetzt habe ich aber Weizen. Oh, die sind auch noch Weizensamen. Oh, warte mal. Und Karottensamen. Nee. Nehmen wir wieder mit. Aus dem Getreide kann ich doch Mehl machen, genau. Genau, kommt 4 Mehl. Aus 4 Weizen kriege ich 4 Mehl. Und jede Menge Punkte. Perfekt. Jetzt können wir hier Teig machen. Halt, nicht so viel. Oh ja, da kommt ja jedes Mal 4 raus, okay? Dann will ich auch ein paar Brote backen.
fehlt Wasser. Mir fehlt Wasser. Haben wir nicht mehr. Pass auf. Die wird da draußen am Brunnen. Wo ist der Brunnen? Da unten. Zack, haben wir Wasser. Genau, das konnte ich in der Tasche auspacken. Richtig. Und nutzen. Genau, 20 Wasser. Teig machen. Noch zwei. Nee, noch. Oh ja. So. Genau. Und das Brot macht sich ja von alleine, ne? Brot, genau. Und 12 Brote backen. Oh, geil. Ja gut, braucht halt Brennstoff, egal. 24 Brote sogar. Ja, 12 Mal. Kommen ja mal zwei raus. Okay. Sind wir da schon mal wieder ein bisschen weiter? Jetzt müssen wir auf den nächsten Tag warten. Gehen wir schlafen? Wollen wir denn schlafen? Und dann müsste Frau Anmut da sein, ne? So, jetzt haben wir nächsten Tag. Schlafen, bis die Energie voll ist. Genau. Supi. Wie mich erfrischt. Ja, habe ich denn... Oh, hier gibt's Brote, okay. Habe ich die Teile in der Tasche? Genau, hier 6 Stück. Pass auf. Wir haben noch draußen noch Samen gehabt. Reicht das für 4? Na, ja, da haben wir da nochmal 4 und da nochmal 4. Perfekt, machen wir anpflanzen. Hätte ich eben noch machen können, ne? Oh, ja, mal gucken, was jetzt der Progress gleich sagt. Ob wir bei Frau Anmut irgendwas Neues kriegen. Pflanzen einmal Karotten und pflanzen einmal Weizen. So. Ja, ich habe immer noch nicht den Händler getroffen, um die Erlaubnis zu bitten, den Garten nutzen zu dürfen. Wir benutzen ihn einfach. Warte mal, ich wusste gar nicht. Wie kam ich jetzt rüber ins Dorf? Nee, hier, ach, durch meinen eigenen Keller. Oh. Durch meinen eigenen Keller! Die Hintergrundmusik so eintüdelnd irgendwie. Könnte man gut zum Einschlafen hören. Ja, da steht er wieder rum. Aber er will ja nichts von uns, ne? Doch, warte, was war denn mit ihm? Schon wieder vergessen. Erst Frau Anmut oder erst er? Ui. Nee. Ich will mal gucken, was es hinten mit der Diva auf sich hat. Für ihn brauchen wir auch 5 Glauben. So, gehen wir erstmal hier in der Taverne. Oh, hier haben wir wieder Beeren. Nehmen wir erstmal mit. Okay. Wer bist du? So, du, Frau Anmut, hallo. Wir haben einen richtigen Tag, glaube ich. Beweise, dass man sich mit dir unterhalten sollte. Du schon wieder. Ja. Na, hier. Und dann kann ich dir ein paar Fragen stellen. Sei selbstsicher. Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen. Ich bin kein Kleiner, ich bin ein angesehener Friedhofswärter. Aber ich bin auch ein großer Fan von dir. Also, nenn mich einfach Wärter. Vielleicht bist du doch nicht so übel. Besser dieser Kontrast zwischen deinem schmutzigen Gewerbe und deinen Manieren. Uhu. Schön, dich zu treffen, Wärter. Solltest nicht nur mein Talent, sondern auch meine Schönheit komplimentieren. Ich mag Schmeicheleien. Ich habe ein paar Fragen. Eine Schlange, ja. Ich habe Schlange im Kirchenkeller getroffen, aber er ist nicht sehr gesprächig. Vielleicht kannst du mir helfen, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit diesem hinterhältigen Bastard normale Geschäfte abwickelt. Ach, übrigens, falsche Münzen.
Wenn du ihn siehst, schmeiß ihm diese falschen Münzen in sein Visage. Und dann komm zurück und erzähl mir, wie er reagiert hat. Okay, Visage. Neue Aufgabe. Gib Schlange die falschen Münzen und kehr zurück. Oho. Kannst du mir dabei helfen, einen Passierschein zu bekommen? Sonst noch Wünsche? Soll ich vielleicht auch noch die Nacht mit dir verbringen? Wo du solche Fragen stellst, sollten wir uns schon besser kennenlernen. Ich weiß nicht, reden wir immer noch von dem Passierschein oder über beides? Wie blöd. In Ordnung, weil du so witzig bist. Mein Freund hat mir erzählt, dass man im Tausch gegen ein paar Gefälligkeiten und einen ordentlichen Haufen Geld einen Passierschein von Schlange bekommen kann. Aha. Oder war es doch der Bischof? Hab ich wohl vergessen. Nein, das war ganz bestimmt Schlange. Okay, keine Fragen. Gehen. Okay. Jetzt müssen wir zu Schlange. Falsche Münzen geben. Okay. Und bei Schlange gibt es einen Passierschein. War ganz gut, dass wir nicht Schlange die 5 Glauben gegeben haben, wa? Wollen wir hier noch was verkaufen? Handeln? Brot? Nee, mehr will er nicht kaufen. Okay. Fischsuppe? Ja, Fischen. Fischen ist auch noch so ein Ding. Ich weiß nicht, wie ich an Motten komme. Zu Schlange. Juti. Warte mal, jetzt haben wir hier ein paar Händler rumrollen, ne? Hier, was ist er da? Er hat Honig. Brauche ich auch noch, ne? Ich kann Bienen kaufen. Ah ja, klar, wenn ich Bienenstöcke habe oder so, ne? Kann ich mir hier Honig klauen? Nö. Schade. Hier, Gürbisse. Nö. Okay. Ach, da. Da steht einer mit Sprechblase. Na, dann erstmal Beeren pflücken. Nochmal 3 Beeren. Hey, wer bist du denn? Guten Tag, der Herr. Wir haben hier die besten Milchprodukte. Ach, Milch! Was ist mit frischem Rindfleisch? Oh nein, die Kühe sind unsere Freunde. Die sind nicht wie die Stadtmenschen. Ich wette, die würden sogar Menschenfleisch essen. Sie glauben, sie seien klüger. Aber ich glaube, das sind Barbaren. Okay, hier kann ich Milch kaufen. Butter, Käse, einmal mit Milch und Milchkrug. Den Milchkrug brauchte ich für irgendein Rezept beim Kochen. Aber gut, jetzt wissen wir, wo wir die herkriegen. Sind hier vielleicht noch mehr Leute, mit denen ich schon nicht gesprochen habe? Da, oben, guck mal, der doch. Ach, der will doch die Axt haben, ne? Nee, das ist weiter oben. Hi. Hi, ich bin Tress. Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu treffen. Wenn du Holzmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Für Steinkram musst du mit meinem Bruder Cory besuchen. Musst du meinen Bruder Cory besuchen. Okay, Holzhändler. Ja. Das kann ich selber alles herstellen. Dankeschön. Oh, warte mal, nein. Ah, die anderen Balken, die ich brauchen könnte, hat er nicht. Aber vielleicht kann ich dem Holz verkaufen. Holz kann ich ja quasi unendlich viel selber produzieren, ne? Wo ist es hier? Ah ja, hier ist ja der Holzfäller, der eine Axt haben will, ne? Hier ist ja... Genau, der hat gesagt, soll die Finger weglassen vom Holz. Er wollte eine Eisenaxt haben. Gib ihm Axt, ja. Was ist die Eisenaxt? So, jetzt gucken wir uns mal das Symbol an. Das ist doch... Oh, das ist die Axt! Okay! Gib ihm eine Axt. Dann baue ich mir halt eine neue. Die ist doch schon angefangen und benutzt. Aufgabe beendet. Pasta und Lasagne. Das ist alles, was du brauchst, um den ganzen Tag lang Bäume zu fällen. Ohne Fleisch? Wieso? Lasagne hat doch Fleisch. Fleisch ist teuer. Der Trick ist, die Kohlenhydrate langsam freizusetzen und die Linsen geben dir Protein. Ah, jetzt kann ich Lasagne und Nudeln herstellen. Okay. Aber ich dachte, Lasagne ist auch mit Fleisch. Ist mit Hackfleisch drin, ne? Ja gut, gibt ja auch vegetarische Lasagne. Okay, jetzt habe ich die Axt geopfert für 2 Rezepte. Aber warum nicht? Ah, aber den kann man nichts verkaufen. Kann ich keine... Jetzt muss ich gleich eine neue Axt bauen. Okay. Okay,
Okay, rote Blumen kannst du noch brauchen für die Tuffsdekoration, ne? Aha, aha, aha. Jetzt haben wir hier Technologie. Kochen. Gute Kohlenhydrat. Oh, 30 Energie. Effekt bei Benutzung fleißiger Arbeiter. Du verbrauchst weniger Energie, wenn du mit Äxten und Spitzhacken arbeitest. Ach so, Buff-Food, okay. Nudeln, 60 Energie. Selber Buff, okay. Das ist nur die Frage, was brauche ich schon mal herzustellen, ne? Ah, da muss ich vielleicht auch drauf achten, ne? Verringert die Chance an Fehler. Das muss ich mir machen. Hamburger muss ich machen, wenn ich Leichen auseinanderfletter, wa? Oh. Okay. Muss man jetzt mal schauen, was wir verbrauchen. Aber keiner von denen verkauft Öl. Keiner von denen verkauft Öl. Die hat Milch. Er hat Bienen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Er vielleicht da. Verkauft er irgendwas? Nö. Sie? Nö. Hallo, ich habe da irgendeinen Händler. Der Schmied hat auch keinen Öl. Haben wir eben schon geschaut. Da ist die. Da brauchen wir einen Passierschein. Oh, okay. Wir können jetzt zwar Tinte herstellen, aber nicht das Zeug, was ich brauche für Tinte. Jetzt brauche ich erstmal eine neue Axt. Können wir mal auch nach dem Lasagne-Rezept gucken oder Nudelrezept? Schlange. Ist Schlange vielleicht da? Nee, der ist nur nachts da, ne? Dann müsste der aber ja gleich wiederkommen. Wir sind doch schon wieder bei 37 Minuten. Ah, also mit halbe Stunde bis 40 Minuten. Klappt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe gedacht, so immer ein paar kleine kurze Folgen. Ja, zack, die zack, ist die Zeit immer vorbei. Irgendwie hast du nichts geschafft in der Zwischenzeit, ne? Hier, Axt. Brauchst du eine neue, bitte. Danke. Genau, gib nochmal ordentlich Handwerkspunkte. Jetzt hat er automatisch ausgerüstet, okay. Ja, hier, aber Geschichten. Ich weiß nicht, was ich mit den Geschichten mache. Habe ich auch schon einige mittlerweile auf Lager. Irgendwas für reinzupacken? Nö, doch Eisen. Das noch. Okay. Lasagne. Achso, jetzt kann ich hier nicht an den Ofen gucken. Dann muss ich die hier vorbereiten. Sandwich. Burger. Hier gebratene Fleisch. Zwiebel. Ja, hier kann man ordentlich Zeug kochen, aber. Man muss auch die Zutaten dafür haben. Mal wieder Eisenbarre. Okay. Echt schneller gewachsen. Ist das schon fertig? Nee, oder? Ich kann sagen. Aber hier können wir wieder Maden und Torf. Torf. Zum Düngen. Maden. Ich habe immer noch in der Tasche alle, ne? Ja, wir kriegen keine neuen Leichen mehr. Das ist das erste Problem, weil Eselchen im Streik ist. Wir müssen lange die Münzen am Kopf schmeißen. Ich habe jetzt noch so viel Energie, dass ich erstmal die Energie wegballern will. Dann gehen wir wieder schlafen. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Schnell mal ein paar Bäumchen fällen. Ja, besser, ob die großen Bäume fällen. Das wär's, ne? Aber, ja, geht nicht. Bauen und Handwerk. Hier. Große Bäume. Brauche ich das blaue Zeug für? Habe ich gerade eben bei Predigen auch wieder nicht rausbekommen. Da habe ich immer noch den Flaschenhals im Spiel, dass ich nicht weiß, wie ich da rankomme. Falls jetzt vorerst nicht. Werden wir noch rauskriegen. So, dann das hier wegpacken.
Doch, ja. Ach, hier können wir buddeln. Hier können wir buddeln. Vielleicht wachsen dann da wieder neue Bäume. Hier können wir auch buddeln. Ja, komm, buddel aus. Oh, oh, zwei Baumstämme, okay. Aha, pass auf, dann machen wir hier ein bisschen Brennholz. Oh, müssen wir das Holzscheite haben, ne? Genau, machen wir hier mal zweimal Holzscheite. Ritsche, ratsche, ritsche, ratsche. Und hier machen wir Brennholz. Oh ne, mach doch mehr Brennholz. Jetzt nicht genommen. Oh. Ja gut, dann nehmen wir einzeln. So, jetzt aber. Energie fast alle. Jawohl. Perfekt. Na, damit sie schlafen lohnt, ne? Jawohl, jawohl, jawohl. Holzscheit packen wir weg. Das packen wir weg. Das packen wir weg. Die falschen Münzen machen wir beim nächsten Mal dem guten Schlange ins Gesicht. Wobei, jetzt geht gerade die Sonne wieder auf, ne? Ist ja doof. Ja doch, da verpenne ich jetzt den Tag. Weil der Schlange ist ja nur nachts im Keller, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist der Schlange nur nachts im Keller. Wir sind schon wieder bei 41 Minuten. Dann sage ich an dieser Stelle mal wieder einen lieben Dank an euch alle, die ihr dieses Video schaut. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, bitte gerne Daumen da lassen, einen Kommentar schreiben. Wer zum ersten Mal schaut, ihr kennt das Spiel, lasst mir ein Abo da und drückt die Glocke, stellt die Glocke auf alles, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es von mir was Neues gibt. Ansonsten wünsche ich euch, wie immer, einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag, Mahlzeit, schönen guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video gerade schaut. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Chemie zockt. Graveyard Keeper. Bis dahin. Bye bye. Macht es gut. Euer Chemie.